So, willkommen zurück zu einem neuen Video. Vor einer Weile habe ich mein Format hochgeladen, das hieß Mein Jahr und war zusammengesetzt eben aus, logischerweise, den vier Jahreszeiten und quasi für jede einzelne einen separaten Duft. Das Ganze soll einfach mal so ein Anreiz wieder sein, wenn man sagt, ey, ich will mal wieder vielleicht ein paar neue Sachen entdecken, who knows, das ist ja sowieso immer, oder eventuell ein paar Nischendüfte mir anschaffen und dann schaue ich mal, ne, was kann man anfangen, was passt so, um mal so eine kleine Sammlung in dem Bereich aufzubauen und eben für jede Jahreszeit erstmal ganz gut ausgerüstet zu sein. Für mich jetzt waren Kriterien, ne, dass es nicht allzu teuer ist, also wir haben jetzt nichts im High-High-End-Nischenbereich, aber wir haben teilweise auch echt günstige Nischendüfte hierbei, aber eher so in diesen Standardpreisregionen, ich sag mal zwischen 150 und 250 Euro, ist viel Geld, klar, logisch, ne? Aber im Nischenbereich ist das halt so der normale Bereich. Ist auch was Günstigeres dabei tatsächlich, aber auch was Teures. Dementsprechend will ich das Ganze jetzt hier nicht weiter in die Länge ziehen. Und ach ja, Performance natürlich bei mir immer wichtig. Auch das hier hat mit reingespielt und war ein sehr wichtiges Kriterium, dass man quasi, was das anbelangt, eine gute Preis-Leistung hat und Gefälligkeit, solche Dinge. Logisch, ne, dass es natürlich nichts super Spezielles, Extremes, Ausgefallenes ist. Der erste. Und zwar ist das der neue Vidian, der Aswan. Ich glaube ja, es soll ja an diesen Staudamm irgendwie erinnern. Also könnte ich mir vorstellen. Wobei, gibt es da auch eine Stadt, die so heißt? Ich weiß nicht, weil es gibt ja London, New York aus dieser Serie. Das ist ein ganz gutes Stichwort, denn der Duft liegt quasi genau dazwischen. Also der New York, das ist eher so ein frischerer, leichterer, spritzigerer Duft. Wobei der London ist eher so ein bisschen, ich nenne es auch mal, ja, männlich sind die alle, aber eher ein bisschen ledriger, ein bisschen schwerer, ein bisschen süßer, auch etwas eleganter dadurch, aber eher für kalte Tage, New York eher für warme Tage und passend zum Frühling, ne, wo man mehr oder weniger so beides hat, warme und kalte Tage und der Aswan dementsprechend genau in der Mitte zwischen den zwei liegt, ist das hier meine Wahl, auch mit Abstand der teuerste hier aus dem ganzen Quartett, was jetzt folgen wird. Soviel ich weiß, liegen die Mians bei 235 Euro auf 50 Milliliter, aber man bekommt die hier und da auch schon wesentlich günstiger. Sind die sogar günstiger? Ich weiß es nicht. Aber irgendwo in dem Bereich liegen die sind wirklich nicht allzu billig, das muss man schon zugestehen. Dennoch, die haben gute Qualität, die haben eine grandiose Verpackung. Also das ist echt ein Erlebnis, die auszupacken. Sehr, sehr schön gemacht. Performance stimmt. Und wie gesagt, der Aswan sehr gefällig, auch New York und London sehr gefällig, aber das hier, wie gesagt, trifft genau die Mitte. Anfangs eher frisch, bisschen ja, leichter, zitrischer, sage ich mal. Man hat aber schon so eine gewisse Ledernote, und zwar die gleiche wie beim London, wenn man den kennt, im Hintergrund. Und das driftet dann langsam so etwas in dieses leicht dunklere, ledrigere ab. Aber alles trotzdem nicht zu schwer, nicht zu drückend, überhaupt. Also nicht brutal gestaltet, sondern sehr gefällig, sehr angenehm. Und das hier ist auch ganz klar ein Komplimente-Biest. Soweit für den Frühling. Wir gehen weiter in den Sommer. Ja, wer hat es gedacht? Der Orange Flamingo, passend hier zu meinem Outfit heute. Das wäre meine Wahl für den Sommer. Auch den habe ich ultra viel getragen letztes Jahr. Weil er halt so ziemlich der stärkste Sommerduft ist, den ich kenne. Also, ich habe es schon mal erzählt, als ich in Urlaub gefahren bin letztes Jahr, sind wir so 4 Uhr morgens oder so los, den Duft draufgehauen. Am 18 Uhr abends wurde ich gefragt, was riecht denn hier noch so krass? Wie heißt denn dein Duft? Also, so viel zum Thema Performance, fast schon ein bisschen drüber. Dennoch, der Duft hat eigentlich nichts mit Orange zu tun, auch wenn es der Name vielleicht vermuten lässt. Ja, wir haben anfangs so eine leicht orange-fruchtige Note, aber das geht eher unter. Es ist für mich mehr so ein, nennen wir es grundlegend, ein seifig frischer Duft. Ne? Ich würde ihn jetzt mal im Gesamtton so bezeichnen, um es ein bisschen abzukürzen. Also eher, er ist eher sehr, sehr klassisch, sehr eben neroli-lastig, seifig. Es riecht tatsächlich eher, wie gesagt, wie so ein klassischer Standard, nein, nicht Standard, das ist ein falsches Wort, aber so ein, wie man es kennt, ne? So ein typischer, frischer Herrenduft. Also dadurch natürlich irgendwie
ein bisschen oldschool, allerdings gleichzeitig auch sehr zeitlos in dem Fall. Also ich habe ja letztes Mal schon wieder hier Anfragen gekriegt, wie alt ich denn sein könnte. Also ich bin 26, um es mal nochmal zu sagen. Ich trage den Duft ohne Probleme, also da ist man, glaube ich, nicht zu alt oder zu jung für. Der geht definitiv klar. Preislich um die 200 € für 100 Milliliter, was in dem Fall mehr als fair ist für die Qualität, den Duft, die Performance fast schon zu krass. Aber den würde ich ganz klar in den Sommer packen. Und dabei bleibt es. Genau. Also, falls ihr denkt, ich habe irgendwie zugeschickt bekommen, also ne, alles selber gekauft, da stehe ich selbst dahinter. Jetzt für den Herbst. Der Ganymede war so auch dieses oder letztes Jahr so mein Go-To-Duft. Für den Herbst, performance-technisch, haken wir es gleich mal ab. Auch wieder gigantisch, extremste Projektion durch alle Masken hindurch. Also, das ist hier garantiert. Duft selber super schwer zu beschreiben. Jeder nimmt den auch ein bisschen anders wahr. Deswegen, das hilft gar nicht so viel. Ist ein Duft, den solltet ihr vielleicht vorher echt mal testen, mal riechen. Aber man hat einmal so einen eher frisch, fast schon spritzigen Part, der auf einen eher dunkleren, leicht ledrigen Part trifft. Also würzig, scharf, Safran ist hier mit drin. Ich höre ja auch oft, der riecht wie so ein indisches Curry. Aber ich weiß nicht, ich komme nicht. Ich kann es verstehen, ja, durch diese Würze, die er hat. Aber ich finde es persönlich nicht wirklich. Aber für mich überwiegt einfach dieser eher angenehm frische Part und eben unten drunter dieser würzig, leicht ledrige Kontrast sogar. Ein super, super spannender Duft. Und ich muss sagen, ich habe bisher immer nur extremst positive Erfahrungen gemacht damit. Also, der kam immer so gigantisch gut im Umfeld an. Dementsprechend würde ich den in den Herbst packen. Auch hier preislich super attraktiv. Also ich glaube, er kostet 165 € auf 100 ml. Es gibt auch einen 30er, der kostet aber verhältnismäßig absurd viel. Also irgendwie 80, 90 €, was ich dann, naja, irgendwie ein bisschen übertrieben finde, auf den Milliliterpreis gerechnet. Aber das hier wirklich ein super spannender Duft. Dennoch, wie gesagt, den hier würde ich vorher echt mal testen. Der ist durchaus etwas spezieller. Hier, jetzt der günstigste tatsächlich für den Winter, der Insomnia von, ja, jetzt fängt es an hier, von, boah, ich habe den Namen vergessen, tut mir leid. Auf jeden Fall, der Duft ist relativ günstig, kostet um die 80 € auf, jetzt die gute Frage, was das sind, 70 ml, ich schätze sowas in der Richtung, 60 ml oder irgendwie so, also es. Upsala, weirde Größe. Mein Boden sieht schon aus mittlerweile. Ich habe überall Löcher im Boden, weil immer die Flakons runterfallen. Vor allem, wenn die so fiese Kanten haben, dann ist es immer ganz schwierig. Nun ja, also Insomnia riecht sehr, sehr, sehr ähnlich zum Black Phantom von Kilian mit viel besserer Performance und ich persönlich finde auch, der riecht tausendmal hochwertiger. Ne? Also, der riecht irgendwie ein bisschen besser, angenehmer abgestimmt, ist also ein. Eher sehr süß, also wirklich sehr süßer, fast schon gourmandiger Kaffee-Schokoladenduft. So in diese Richtung geht es. Ja, ich kriege also irgendwie so eine Kakaonote ein bisschen. Wie gesagt, es riecht so, ja, schokoladig, so eine leichte Rumnote ist noch mit drin. Aber es ist irgendwie nicht so zu gourmandig gestaltet. Also es riecht nicht zu sehr nach Essen. Durch die Zusammenstellung finde ich, geht es eigentlich ganz gut. Auch das hier ein richtiges Kompliment der Monster, also eben der Black Phantom auch. Aber wie gesagt, der hier kostet halt ja, die Hälfte auf die gleiche Millilitermenge ungefähr. Also von dem her, nee, sogar noch weniger, viel weniger. Ha, krass. Wäre das hier meine Wahl, auch hier performancetechnisch übertrieben, dementsprechend krass für den Winter. Also da will man sowas haben. Und auch dieses eben warm, süß, weiche, das passt da genau in diese Jahreszeit und macht den Duft sehr, sehr spannend. Jo, wir sind durch, ne? Das Jahr ist abgehakt, wir haben nur 4 Jahreszeiten. In manchen Ländern, Regionen sind es auch 5. In Anführungszeichen natürlich, ihr wisst, was ich meine. Ja, lasst mich gerne wissen, ob da was dabei war, was euch inspiriert hat, was ihr schon eventuell getestet habt, euch gefallen hat. Und wenn ihr nochmal irgendwie so eine Serie wollt,
Gerne, her damit. Aber ich finde es ganz spannend, um mal auch so einen Einblick zu bekommen, wenn man so mehr oder weniger in die Nischenwelt starten möchte und sich mal so ein Grund-Line-Up aufbaut für einen, ich sag mal, durchaus akzeptablen Preis, der jetzt nicht übertrieben weit weg ist, also Richtung 1000 Euro und was es da noch so gibt. Deshalb wäre cool, wenn ihr nochmal Feedback gebt und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.